Du bist auf der anderen Seite. Also die nimmt immer eine andere Route, die Muku hier. Muku. Hier brauchst du aber eine Menge Dosenkaffee, da. Los, lauf! Lauf! Das kann ich nicht mehr, oder? Guck mal, die Route, die wir laufen, die ist ja auch interessant, ne? Auf dem PTS sind wir übrigens auch diese Route nochmal gelaufen, Kirsche. Ich dachte nur, wir hatten da schlechteres Wetter. Ja, ich habe ja, ich glaube, diese ganze Atmosphäre war auch schlechter gewesen auf dem PTS. Die haben das einfach aufgetragen. Wir haben nicht gesammelt. Oh. Ich habe den Knöchel gebrochen. Ja. War noch nicht hier der Punkt. Ne. Da kommt noch der Punkt. Wie sieht man los bei? Nee, sie kommt gleich wieder. Sie geht nochmal eine Ehrenrunde, denke ich mal. Da, die Wegfindung bei der Kuh hier ist da. Da hat die Wegfindung den ja unten. Ja, manchmal ist es auch Absicht, damit man hier aufgehalten wird. Alter, hab ich, jetzt habe ich drei Waffen gekriegt und drei Waffen. Na los! Run, run! Hier ist aber schlechte Straße. Los. Hey, halt ihr.
Also die Strecke ist definitiv länger als die vorhin, ne? Thorsten, was ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Ich hätte mir mal doch ein paar andere Socken anziehen sollen, oder? Wann werden Sie mal? So, manchmal ist hier auch ein Abgabeort. Hier, an diesem ist manchmal ein Abgabeort, ne? Ja, wird mir aber nicht angezeigt. Da vorne war auch schon eine Kirche. Diesmal noch nicht, ja. Deswegen, sie geben uns heute eine besonders lange Route. Ein riesengroßes Rudelberg. Ach, die hat er so geliebt. Hm. Bist du bei uns? Nee. Hier, der Maro. Meine Lieblinge kommen gleich. Ich hab die Yogis. Au! Der Haut! Ist immer schlecht, wenn man nicht im halben Team ist. Haut mich! Haut mich! Hä? Warum hört er sich an wie Grumhauer? Das ist ein, vielleicht ein verkleideter Tata. So, ich meine, wir haben ja noch anderthalb Stunden oder wann das kam. Ballen, ballen. Oh, knapp. Mein lieber Mann, ey. Wir rennen ja jetzt auch schon anderthalb Stunden oder so Tage, ich weiß es nicht. Ach, die Yogi! Das sind die. Die lebendigen, schmutzigen alten Bären. Und so dann. So, ihr könnt gerne ein Abo dalassen, Freunde. Gerne ein Abo dalassen. Wenn euch das Video gefällt, auch die Glocke aktivieren und damit ihr nichts mehr verpasst. Auf jeden Fall auch ein Like da lassen, wenn euch das Video gefällt. Und natürlich, damit ihr nichts mehr verpasst, aktivieren. Dann werdet ihr immer rechtzeitig informiert, wenn wir live gehen. Unter anderem auch, wenn wir am 1. November online sind. Die rennt hier aber auch ein paar Dinge, ne? Ja, jetzt sind wir vielleicht auch noch. Ich glaube, hier was. Oder? Ne? Eine Stunde geht das, glaube ich, noch. Safe an. Das Kirche waren wir hier nicht schon. Das war beim ersten Mal, ne? Mhm. Ja, warum schon noch? Wolli, wo ist mein Humvee? Mein Hammer. Steht der nicht in der Garage? Mhm. Ach so, ja. Ja. Da war doch was. Ein kleines Problem. Nicht hinterher, ich hab schon Nachbrenner gezündet. Ja, ich auch schon.
Hallo? Hallöchen. Das Wetter ist hier immer auch einmalig schlecht, ne? Das ist gar nicht mal so gut, ne? Ja, also, und sonst so? Wenn es besser wird, dann ist es kaum noch zum Aushalten. Bei uns war großer Rasenmähtag heute. Oh. Oha. Alle Nachbarn haben den Rasenmäher angeschmissen und ich habe gedacht, ne. Aus Trotz nicht, ne? Wollte ich gerade sagen. Diese Gruppendynamik. Nein. Machst du nicht. Unterstützt jetzt. Du nicht. Ja. Du machst genau. Morgen im Regen. Ist egal, aber bin ich ganz allein. Und nicht, dass sie alle auf einmal gemacht hätten. Ne, nee, der eine war fertig, der nächste, der dritte, ja. Ich denke, oh, ja, Leute. Ja, klar, sehr klar. Das habe ich auch immer zu schätzen gewusst. Wenn es geht, genau in der Mittagszeit. Hä? Ist überhaupt nichts? Ich weiß auf die Gegner einfach weiter. Ja, das mache ich auch schon die ganze Zeit. Oder rückwärts laufen und dann schießen. Ja, das geht auch. Waren wir hier heute schon mal? Ja. Also ich war da heute schon mal hier. Und gleich kommt der Tunnel. Du rennst jetzt wieder zurück. Läuft einen speziellen Weg. Lauf jetzt. Das ist doch eine Kuh und keine Bergziege. Sie rennt hier oben hoch. Macht sie jedes Mal. Sie rennt erst am Auto vorbei und dann dreht sie wieder um und läuft über diese Steine. Jetzt regnet es auch noch. Mal gucken, ob die Luft sauber ist. Was mit der los? Bitte mal. Späne jetzt hier los, Banane Abschluss. Da vorne ist der Tunnel. Bitte mal. Ja. Komm, Muku, komm! Du musst auf den Lauf. Hintern hauen. Auf den Hintern hauen. Wie lief das? Herr Stali, bist du aus unserem Team raus? Ich weiß nicht warum. Da ist aber jemand anders drin. Ich weiß jetzt nicht, wer drin ist. Ich habe jetzt nicht geguckt. Ja, du hast mit Harry getauscht, oder was? Ja, ist Harry, dann ist Harry bei euch. Nein, ja, einfach. Gar nicht so sauber. Ich bin da rausgeflogen, weil ich Zeit überschritten hatte und bin wiedergekommen und da war es. Aber so. Warte, wie ist die Katze da? Das kann sein, ja, ja. 7 Minuten und 40 Sekunden noch, mein lieber. Ja, jetzt geht's den Berg hier hoch. Und ich kann mich noch an die Reitquest in New World erinnern. Boah. Da musste man ja auch so ein, da musste man auch schnell sein, ne? Ja. Bin jetzt gleich vorhin bekommen. Lass es raus, Erik. So, und da vorne müsste jetzt gleich Schluss sein. Da war es jedenfalls gerade. Mhm.
Stani, du brennst eben. Das ist nicht schlimm. So, hier war vorhin Schluss. Hier ist die Kiste. Aber ich weiß ja nicht. Ja, die Kiste sind nur ein paar Mal vorbeigelaufen. Ich hab diesmal die ganz lange Tour. Oh nee, ne? Das hinter der nächsten Düne ist das Meer, hinter der nächsten Düne. Habt ihr euch schon so oft gespielt? Jetzt. Wo ist jetzt die Kuh? Was sagt der Sponsored by Blue Ridge Caravans? Yeah! Yes, yes! So the legends have their one. Ah, irgendwas stimmt da gerade nicht. Das hatten wir doch gestern auch einmal. Oh. Die eine Route war auch so lang. Gott, wir haben noch 4 Minuten, 4,5 Minuten haben wir noch. Oh no. Four minutes. Nein, das war da, dann ist er da. Hier ist er. Ja, ich sehe ihn jetzt. Jetzt ist er da. Oh. Yeah! Wie viel hast du jetzt gekriegt? Hast du drauf geachtet? 410 oder so. Ne. Was weiß ich. Kannst du mal gucken? Und der Statistik. Und dann. Was habe ich jetzt überhaupt? Sammlung. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt gekriegt habe. Vorräte auch. Vorräte, Glück, Beweglichkeit, Sammlung. Und zwar habe ich hier gekriegt Vorräte, 120. 120, okay. 1000 kann ich hier schaffen. Also du kannst das Ding 12 Mal machen, ne? Und was machst du denn mit den 1000 Dingern? Das wüsste ich nicht. Das hätte ich auch gesagt. Wir reisen nochmal zu ihr. Aber nochmal nehme ich das nicht an. Warum nicht? Verstehst du gar nicht. Nö. So nicht. Mit dieser Route minimieren wir das Risiko. Schön, dich zu sehen. Bereit zum Aufbruch? Ja, schon wieder, vergiss es. Ich bin bereit, ja. Entschuldige die Störung. Kein Problem. Wir können später noch reden. So, und was kann ich jetzt mit diesen Vorräten machen? Wo kann ich die handeln?
habe ich noch nicht Tadas gefunden. Vielleicht ist es nachher hier hinten irgendwo, wo die Tür unzugänglich ist, dass du dadurch mehr freischaltest. Hier. Achtung. Spielzeug kommt. Wo sind sie? Kommen. Okay, erstmal schön gemütlich machen, ne? Ja, Foto habe ich auch gemacht. Was sagst du gerade, die Vize schon? Ich brauche hier einmal coole Screenshots, Kirsche. Was kann ich für sie tun? Wä? Er steht in dem Dres. Jetzt ist ganz, steht ganz allein. Ja, also bis jetzt habe ich hier noch nicht so richtig und eigentlich, ne? Ach, hier war ich doch schon. Stani sucht schon wieder überall legendäre Gegenstände hier. Hä? Lumpi hat eröffnet. Hat Lumpi aufgemacht. Lumpi. Er hat gesagt, Lumpi das nicht erlaubt. Er hat gesagt, das nicht erlaubt, so oft zu machen, aber ich hab's bestochen. Hat sie das gesagt? Echt jetzt? Ja, ich hatte das gesagt, ja. Okay. Ach, bestechen kann man die auch. Ich muss ganz ehrlich sagen. Nochmal jetzt aber nicht, eine Kirsche? Nee. Also, das hat mich ganz schön fertig gemacht, Kirsche, hier eben. Ich muss mich erstmal ausruhen. Ist hier ein Bett irgendwo? Hier ist wieder kein... Ich glaube nicht. Hier ist wieder kein Bett, da. Oh, hier ist ein Geheimgang. Wo? Hier geht's raus. Erik, was für dich zum Erforschen hier? Erik, say yes. Erik, wie geht's deinem Schnupfen? Ja. Der Schnupfen, ein Science-Fiction-Roman von Stanislaw Lem. Mhm. Harry, kennst du das? Das kenne ich irgendwo, ne? Ja, ja, das habe ich so. Ich habe ja früher so Science-Fiction-Romane gelesen. Gibt's auch das Spiel, ne? Gibt's das? Ja, Unbesiegbare. Okay. Hast du das schon gesehen? Nein. Ja, gibt's auf Steam. Gibt's zu kaufen. Wurde als. Wurde das der Roman oder als wieder zurück. Gesetzt? Geht's wieder oben her. Okay. Ob das ein Fehler ist oder ob die das extra reingemacht haben? Was? Dass die Kuh nochmal eine Runde dreht. Das ist eine Ehrenrunde, die dreht. Also das ist alles okay. Lumpi. Ja. Dieser Sumpf ist gefährlich. Geh da lieber erstmal nicht durch. Eine Runde. Lumpi. Waldfrucht. Also was denn mit der? Atomrakete brauchen wir nicht schießen, weil wir nicht auf dem Öffentlichen sind. Wollen wir nochmal versuchen, auf dem Öffentlichen zu gucken, nach Stück für Stück? Nicht alle auf einmal, Leute. Meinetwegen, ja. Maria ist mit Maria? Mit dieser Route? Ja, yeah, Maria. Ja, ich versuche mal. Oh, Maria. Dieser Sumpf ist gefährlich. Geh da lieber erstmal nicht durch. Oder Kirsche, willst du erstmal versuchen? Maria, I try to access your server, okay? Okay. John. Kirsche, willst du versuchen? Weil ich kann nachher nicht mehr zurück auf meinen eigenen privaten. Müsste erstmal kurz
Wohin? Ach so. Gut. Mit dieser Route. Weil wenn ich jetzt runtergehe, komme ich nicht auf meinen Server rauf. Ne? Ja. Was auch sehr interessant ist. Wollten wir hier erstmal schnell eine ruhige Ecke suchen, wo ich mich hinsetzen kann. Ja, da ist doch da. Ja. Und dann wäre ich nämlich gleich wieder da. Ich weiß nicht, wer von den anderen einsuchen kann. Ja, mag mal einer zu Maria rauf und gucken, wie das ist mit dem dahin joinen? Sie wäre bei uns eigentlich raufgekommen jetzt, oder bin ich jetzt, oder... Nee. Schnell die Kurrente. Nee, ich habe falsch gerechnet. Ich sehe einige nicht. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nee, das ist alles... Und die Gedärme hier... Gut, ich bin gleich wieder da. Okay, Erik hat noch mehr Gedärme. Na toll! Also, gucken gehen. Thank you so much, Erik. Bei Imale ist die Welt voll. Okay. Ah, das hat keinen Zweck, ey. Lehren. Maria, the world is complete. Don't worry. We are private. Our server is complete with 8. Ja, okay, don't worry. Okay. The Berber Blatt. Also don't worry, be happy, Maria, okay? Yeah. Na, wer kennt das noch? Knapper Jochen. Wir leiden alle mit, haben wir uns jetzt alle. Erik, sag mal, kann das sein, dass ich mich angesteckt habe bei dir? Das ist aber ein Cyberschnupfen gesetzt. Das ist ein Cyberschnupper, ne? Ein was? Ein was? Kam durch die Kirsche. Thorsten, hattest du dir nur das Haus angeguckt? Welches? Danke, Erik. Danke. Reißendruck. Atomshop, ja? Danke. Nein, habe ich mir nicht angeguckt, deswegen. Was für ein Haus? Erik hat erzählt, genau. Zukunftshaus, Camp Kit Paket, 28.744 Kronkorken. Was ist denn das für eine Bude? Die passt ja direkt zu meiner anderen Brutzelbude, die ich da schon stehen habe, ey. Ja, im Ernst. Aber da ist keine zweite Etage, ne? Das ist da einfach bloß hoch da oben, ne, Erik? Weiß ich nicht. Hast du den noch nicht gekauft? Nein. Oh Mann. Oh, nee, anders. Oh Menno. Menno, das ist okay, Bild von innen. Aber sieht gut aus. Ich finde das jetzt. Du kannst aber auch so ein Camp-Kit kaufen. Das ist doch besser. Dann kannst du deine eigene Brutzelbude zusammenbauen. Ach so, das ist das Camp-Kit. Das andere ist das Paket, ne? Ja, Quinz. Ja, ja. Das ist das Paket. Was ist denn da alles drin? Camp-Kit, Boden, Fundamente. Glänzende Platten, Zukunftshaus Camp Kit, Harmonietapete. Hä? Fliegengittertüren. Fasanstall. Oder? Ja, also, hier ist jemand noch innen. Das ist ein komplettes Kit. Also einfach nur diese Wände-Dingens. Das ist doch nicht schlecht. Oh, die kann man sich für 700 Kronen Dinger kaufen, da. Schon gesehen, ja. Finde ich besser als das komplette Paket, weil ich würde das sowieso anders bauen. Die Harmonietapete. Hast du dir mal angeguckt, wie schimmelig die ist, ey? Ja, voll die Harmonie. Das ist ja nicht harmonisch, finde ich. So, Erik, hol ich mir. Finde ich geil. Mann, ich will die nehmen. So, jetzt. Kit kaufen. Erworben. Was ist das? Pleasant Valley Wohnkulturpaket. Was ist denn da drin?
Oh, was ist das? Das ist ja auch nicht schlecht. Erdorlampa. Und dann dieser komische Gubbel-Gubbel. Also das Himmelbett habe ich schon. Das Atomlampenset hätte mir ja gefallen. Was ist das hier? Die Strahlenuhr? Ach, das ist eine neue Uhr. Die geht sogar richtig, die Uhr mit der Systemzeit. Das würde ich ja mal geil finden, Rolli. Ja. Die darf auch mit Serverzeit laufen. Habe ich auch kein Problem. Dann rechne ich mir das um. Weißt du, was ich meine, ne? Ja. Glaube ich jetzt noch nie. Ging bis jetzt noch nie. Nein, das ging noch nie. Aber ich kenne ein Spiel, also es ist, war noch in der DOS-Variante, da ging das. Also das kenne ich auch. Das kenne ich aber beim. Ne, sowas gab es, ne, Harry? Das ist eine Uhr, ne? Das ist eine Uhr, das ist die Systemzeit anzeigt. Genau. Beziehungsweise die Ingame-Zeit. Also habe ich gekauft. Oder überhaupt. Oder was weiß ich. Handys zum Beispiel. Oder was? So. Vorstadtleben-Paket? Hab ich nicht. Hab ich. Auch hübsch. Oh, hier gibt es so einige interessante Sachen. Was haben wir denn noch? Buddy joined your channel. Hey! Svenny, grüß dich! Abend. Guten Abend, Svenny. Schön, dass du da bist. Abend. So, ich habe das jetzt gekauft, Erik. Total toll. Also im Ernst jetzt. Also das probiere ich aus. Vor allen Dingen, da kann ich nämlich jetzt unten in meinem Camp weiterbauen, wo das weiße Haus steht. Seasons. Wie sieht's aus mit meiner Seasons? Habe ich ja schon. Die habe ich. Mal auf Kintyre habe ich. What? Nee, diese komischen Barrikaden, die wollte ich nicht. Atome könnte ich noch. 10 Scheine für 12 Atome. Was? Was ist noch abgeschlossen? Hör auf. Oh, ein Brennstoff. Ist abgeschlossen. Geht das jetzt alle Leute? Na, ich bin nicht. Komm her. Neuer Wurf. Ich brauche keinen neuen Wurf. Was liegen denn hier so viele Rinder? Ich benutze keine MPs. Keine Geschütze und so alles. Brauche ich nicht. Kirsche? Kirsche? Nee, das war ein schön Kirsche. Projekt Paradise, Leute. Projekt Paradise. Wollen wir machen? Können wir machen. Ich fand das lustig. Na denn? Na denn?